So, einen wunderschönen guten Morgen zusammen, Montag 9 Uhr. Mein Name ist Christian Stern und ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein ganz kurzes Feedback geben könnt über den Chat, ob der Ton übertragen wird und ob die Bildübertragung hier funktioniert. Ansonsten müsste ich hier nochmal. Ah ja, alles klar. Da kam jetzt schon die erste, beziehungsweise kann man schon mehr Rückmeldungen, dass das alles funktioniert. Ton etwas leise höre ich da noch. Okay, dann schaue ich mal, dass das bei mir eventuell noch etwas besser übertragen werden kann. Ansonsten tut mir den Gefallen, alles klar, schon besser. Den Lautstärkeregler bei euch einfach so ein bisschen hochzudrehen. Ja, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Testwoche, Live Trading Room wird dementsprechend so aussehen, dass wir hier diese Woche etwas anderes machen, etwas aktiver gestalten als sonst, wo wir ja auch schon so drei Webinare im Schnitt pro Woche machen bei Trading Stars. Wollen wir jetzt eben hier versuchen, auch den ganzen Tag miteinander zu verbringen, zu handeln. Das wird dann auch so sein, dass sicherlich mal stundenweise niemand da ist. Und ich denke, das ist auch ganz klar, dass wir hier nicht 24 Stunden rund um die Uhr senden können. Aber wir wollen einfach euch die Möglichkeit geben, dass ihr tagsüber einen Ansprechpartner habt, beziehungsweise dass wir einfach tagsüber, wenn interessante Sachen passieren, dann auch immer wieder unsere Positionen verfolgen können. Die Testwoche soll dementsprechend uns die Möglichkeit geben und natürlich auch euch die Möglichkeit geben, dass wir hier unsere Umgebung perfektionieren, dass wir zum einen also schauen, was brauchen wir für Technik, was brauchen wir für Chats, brauchen wir ein Forum, brauchen wir Broker, die da mitmachen, brauchen wir verschiedene Handelskonten. Wollen wir Forex handeln? Wollen wir Aktien handeln? Wollen wir Indizes handeln? Das sind alles so Fragen, die sich innerhalb dieser Woche bestmöglichst klären sollen, sodass wir dann wahrscheinlich im August das Ganze auswerten können. August ist sowieso so ein Monat, da ist relativ wenig los in der Regel. Da sind die meisten Leute im Urlaub. Ich werde es dann auch sein. Und dementsprechend wäre dann dieser August eben unsere Zeit, um das Revue passieren zu lassen, was in dieser Woche jetzt passiert. Und dann wollen wir eigentlich ab 1. September wirklich dann jede Woche das so, wie jetzt hier schon mal im Plan aufgestellt, vielleicht dann auch noch mit gewissen Änderungen, durchziehen mit euch zusammen. Das Ganze soll zunächst auf jeden Fall kostenlos sein. Es soll unabhängig sein. Das heißt, wir wollen eventuell, wenn wir einen Broker mit reinnehmen, dann auch nicht nur einen haben, sondern vielleicht dann auch die besten. Und natürlich soll das für jeden offen sein. Wir haben eine technische Begrenzung. Wir dürfen bzw. können aufgrund der GoToMeeting-Lizenz, die wir haben, nur 100 Leute in den Raum lassen. Danach kann man sich nicht mehr anmelden. Wir müssen sozusagen auch das testen, wie viele Leute sind dann live dabei, wie viele Leute schauen sich lieber die Aufzeichnung an. Jetzt ist Montag früh, da bin ich eigentlich fast davon ausgegangen, dass wir eine sehr kleine Gruppe werden sollen, weil einfach die meisten natürlich arbeiten müssen. Aber kann natürlich sein, der ein oder andere sitzt im Büro, der kann nebenbei ein bisschen reinhören, der ist vielleicht sogar froh, wenn er mal ein bisschen Ablenkung hat von seinem eigentlichen Beruf, von seiner eigentlichen Arbeit. Und dementsprechend müssen wir das einfach probieren. Wir müssen sehen, wie wann sind wie viele Leute da, wann erreichen wir vielleicht auch das Maximum des Trading Rooms. Und dementsprechend wollen wir also hier Informationen sammeln und da seid ihr natürlich jetzt aufgerufen und habt natürlich hier die Möglichkeit, euch im Chat oder auch via Mikrofon zu äußern. Ich habe den Uwe beispielsweise gerade schon mal stumm geschaltet, weil der hat sein Mikrofon aktiviert. Ich schalte euch immer anfangs erstmal alle stumm, weil wir ansonsten teilweise sehr viele Hintergrundgeräusche hätten, aber es könnte also auch so sein, dass hier in diesem Trading Room anders als in den Webinaren nicht nur über den Chat kommuniziert wird, sondern dass einfach jeder, der Lust hat, dann auch sich verbal äußern kann. Ansonsten müssen wir mal schauen, ob ich euch den Chat vielleicht auch so machen kann, dass ihr den alle seht, dass ihr praktisch auch seht, was die anderen schreiben, dass ihr untereinander schreiben könnt, falls
von uns mal niemand da ist, dass ihr sozusagen trotzdem hier kommunizieren könnt. Das wäre also jetzt die Bitte an euch, hier zu prüfen, beziehungsweise euch selbst die Frage zu stellen, was hättet ihr gerne? Also wie würde ein Trading Room, der euch interessieren würde, aus eurer Sicht aussehen? Welche Basiswerte würden euch interessieren? Welche Uhrzeiten, zu welchen Uhrzeiten könnt ihr aktiv sein? Welche Funktionen hättet ihr gerne? Wollt ihr ein Forum haben? Wollt ihr eine Chat-Funktion haben? Das sind alles Sachen, die ihr im Grunde genommen euch wünschen könnt jetzt über die Woche. Und dann natürlich hier müssen wir gucken, dass wir so ein, ja, einfach so eine Lösung finden, die die meisten Leute dann auch wirklich glücklich macht. Jeden Einzelnen glücklich machen wird vielleicht nicht funktionieren. Wir werden es natürlich versuchen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Antwort im Chat. Da schreibt jemand Chatverlauf zeigen. Wie gesagt, das ist, denke ich, ein einfaches. Wenn nicht, dann müsste man einfach so einen Chat dann auch hier auf der Landingpage einrichten. Vielleicht das Ganze auch mit einem Passwort schützen, dass hier nicht jeder reinschreiben kann. Und sonst haben wir wieder diese ganzen Spam-Posts, wie man sie vielleicht aus den Foren kennt. Und solche Sachen. Wir sammeln jetzt die Informationen diese Woche. Und dementsprechend werden wir dann, denke ich, daraus eine ganz interessante und gute Sache machen. Auch Sabine schreibt jetzt, bitte den Chatverlauf zeigen. Ich schaue gleich mal, ob ich das gleich so einstellen kann für heute, dass wir das im Grunde genommen sofort lösen können, dieses Problem. Teilnehmer können zeichnen. Okay, ich weiß nicht, ob ihr zeichnen wollt. Mal ganz kurz in das Bedientool hier rein. Ja, gut. Schaue ich mir dann an, wenn ich eine Pause machen vielleicht mal oder dann in der Zeit zwischen dem Morning Briefing und dem Nachmittagsbriefing werde ich mir das angucken und dann wenn wir da auf jeden Fall eine Lösung schaffen, ansonsten machen wir es einfach auf der Homepage, dass man sich da unterhalten kann. Ja, freue mich, dass ihr alle da seid. Wir sind um diese Uhrzeit schon relativ viele Leute. Und eine neue Änderung sozusagen ist diese, dass es keinen Wochenausblick mehr gibt am Montagabend um 20.30 Uhr von mir, sondern dass wir den jetzt immer zusammen Montag früh machen. Das ist zum einen der Vorteil, wer live dabei sein kann, der kann vielleicht am Montag auch schon traden. Und zum anderen werde ich dann die Aufzeichnung gleich hochladen und dann könnt ihr euch natürlich hier die Aufzeichnung dann auch immer gleich anschauen. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, dann wann ihr wollt, wenn ihr Zeit habt, euch die Aufzeichnung unter Tage anzugucken. Und dementsprechend findet ihr, falls ihr das erste Mal jetzt hier dabei seid, meinen YouTube-Kanal auf der Seite tradingstars.de. Und dann rechts oben hier auf dem YouTube-Button am besten gleich abonnieren das Ganze, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, sobald ein neues Video hochgeladen wird. Also, Wochenausblick ab sofort immer Montagmorgen, so dass ihr die Möglichkeit habt, entweder live teilzunehmen oder euch dann im Laufe des Tages, wann ihr denn Zeit habt, euch dann die Aufzeichnung anzugucken. Weil manche hatten halt Montagabend dann auch irgendwas zu tun, Sportverein oder ähnliches, einkaufen gehen. Fernsehen gucken ist ja nun mal so, dass die meisten Leute auch noch ein Leben neben Arbeit und Trading haben. Von daher müssen wir unser Konstrukt da so gut wie möglich halt einfach rundherum stricken. Okay, Wochenausblick machen wir in der Regel ja immer so, dass wir kurz auf die Fundamental-Events schauen, die jetzt anstehen für die kommenden Tage. Das wäre natürlich jetzt umso interessanter, wenn wir jeden Tag gemeinsam handeln wollen, müssen wir dann natürlich auch diese Events hier mit in unseren Handel aufnehmen, eventuell die zu erwartende höhere Volatilität hier auch berücksichtigen und dementsprechend werden wir immer morgens früh, das wird dann auch der Patrick machen, dem hier sozusagen diese blauen Blöcke gehören, der wird dann auch morgens mit euch immer auf die Fundamental-Events gucken, dass wir einfach da nochmal wissen, was für den Tag interessant ist. Montag werden wir dann im Grunde genommen auf alle Termine mal kurz schauen. Ich empfehle euch hier die Seite, also wenn man Fundamental Events selber sich anschauen möchte, gottmundtrader.de und dann runterscrollen, bis der Wirtschaftsdatenkalender kommt. Dieser ist
Zum einen sehr gut, weil er auf unsere Uhrzeit läuft. Das heißt, er hat die mitteleuropäische Zeit. Man muss also nicht, wie bei den Brokern, hier eine Stunde draufrechnen oder abziehen. Und was immer noch ganz gut ist, die wichtigen Sachen sind oben markiert und dann auch die wichtigen Events hier unter Tage mit diesem schwarzen Ausrufezeichen markiert. Das heißt, man sieht immer schön auf den ersten Blick, heute ist Montag, guckt man kurz durch, okay, 16 Uhr ISM Einkaufsmanagerindex für die USA, eventuell interessant, wenn auch aus meiner Sicht jetzt eher ein Non-Event. Und dann ist es natürlich wichtig, wenn ihr Währungen handelt, dass ihr auf die Länderflaggen guckt. Es kann sein, dass eine Veranstaltung, die allgemein für die Börse gar nicht so interessant ist und nicht wichtig ist, für eure regionale Währung, die ihr tradet, beispielsweise ihr handelt jetzt hier im New Zealand Dollar, dann müsst ihr natürlich unter Tage mal gucken, ob die Flagge auftaucht, ob da ein Termin eventuell ansteht. Manchmal ist es dann auch die Zentralbank, die da aktiv ist, dass ihr sozusagen da eure Währung nicht verpasst und das natürlich für die allgemeine Börse vielleicht uninteressant ist, aber für eure Währungstrades dann vielleicht dann doch wichtig ist. Das ist also nochmal so ein Tipp und dementsprechend, ich stelle euch den Link zu diesem Wirtschaftsdatenkalender auch mal kurz in den Chat ein. Könnt ihr sozusagen hier diese Seite nutzen und meiner Meinung nach ist es so für den ersten Überblick eigentlich die beste Seite. Was wir auch machen können dann gemeinsam im Trading Room, sind vielleicht die Links sammeln, dass wir so einen Bereich schaffen, wo einfach die Links, die uns interessieren, Saisonalitäten und Nachrichten und so weiter und so fort, dann auch auf einen Blick irgendwo sammeln und dass ihr natürlich eventuell, wenn jetzt jemand einen Tipp hat für so eine bessere Seite, was den Wirtschaftsdatenkalender angeht, mir die auch gerne in den Chat schreibt, sodass wir das einfach festhalten können. Okay, dann schauen wir mal auf den morgigen Dienstag. Eventuell haben wir dann auch wieder einen Termin, der wichtig gekennt. Hier zum Beispiel ganz wichtig, Australien, Zinsentscheid. Das interessiert uns jetzt hier beim DAX-Handeln und so weiter überhaupt nicht. Aber wer jetzt natürlich im New Zealand Dollar gegen US-Dollar tradet, den interessiert das natürlich umso mehr. Das heißt, hier ist das Beispiel, das ich eben gerade genannt habe. Ansonsten haben wir morgen keine wichtigen Wirtschaftsdaten, die auf uns zukommen sollten. Schauen wir mal auf den Mittwoch. Da haben wir hier 14:50 Uhr ADP-Beschäftigtenzahl. Da muss man jetzt aber dazu sagen, in den USA gibt es zwei Arbeitsmarktberichte. Das ist einmal dieser kleine hier, der ja eher uninteressant ist für die Börse. Und dann gibt es die Non-Farm-Payrolls-Daten, die immer freitags kommen, wenn sie kommen. Das ist nur einmal im Monat der Fall. Aber immer auch nach diesen Zahlen. Das heißt, wenn dieser Bericht hier in der Woche auftaucht, dann kommen normalerweise am Freitag die NFP-Daten rein. Die sind auf jeden Fall die wichtigeren. Das heißt, auch hier dieser Mittwochsevent aus meiner Sicht eher nicht wirklich störend, was das Trading angeht. Mal weiter. Donnerstag auch hier wieder nicht allgemein unbedingt wichtig, aber natürlich für den Händler, der im Pfund aktiv ist, Bank of England Zinsentscheid. Natürlich eine ganz, ganz starke und wichtige Sache, die hier interessieren könnte. Freitag ist dann hier Auftragseingang Deutschland für die Industrie 8 Uhr. Da machen gerade die Futures auf. Und 14:30 Uhr dann dieser, den ich schon angesprochen hatte, dieser große US-Arbeitsmarktbericht. Das ist auch der wichtige und das ist auch derjenige, der an der Börse in der Regel dann zu Aktionen führt. Beziehungsweise auch zu Kurslücken in den Indizes. Wir haben ja eine Problem, die Börse macht 15:30 Uhr auf. Dieser Arbeitsmarktbericht kommt immer schon eine Stunde vorher. So viel zu den fundamentalen Daten. Noch jemand Fragen dazu hat, dann stellt sie einfach kurz in den Chat ein. Ansonsten würde ich jetzt mal beginnen mit der Handelseröffnung hier im DAX. Wir schauen uns mal die Situation an. Wie macht der DAX auf? Das ist jetzt hier im Active Trades Bereich, im CFD, Germany 30 September, der ist also auf den FDAX gemünzt. Da bekommt man auch die Kurse dann schon ab 8 Uhr. Das heißt, man sieht die Tageskerze dann schon ab 8 Uhr. Ich habe das Bild jetzt mal so groß skaliert. Warum? Weil mir diese Trendlinie sehr, sehr wichtig ist. Wir haben also hier ein markantes Hoch und haben hier ein zweites markantes Hoch im DAX ausgebildet. Und wenn man hier mal eine Trendlinie zieht, dann sind wir heute mit der Eröffnungskerze über diese Trendlinie ausgebrochen mit einer Kurslücke. Und dazu zoome ich uns jetzt noch mal ein bisschen ran. Wir sehen also hier eine Kurslücke zum Freitag. Der DAX ist also sehr, sehr stark in den Handel gekommen
und über diese Trendlinie gehüpft. Er geht zwar jetzt in den ersten Handelsstunden etwas zurück, aber hat an sich sehr, sehr stark den Handel eröffnet und ist über diese letzten Hochs hier aus dem Tageschart heraus ausgebrochen, ist sowieso schon über seiner 200-Tage-Linie. Dementsprechend sieht der Index sehr, sehr stark aus. Bedeutet, der einzige Widerstand, der eben jetzt noch im Wege steht, ist dieses Verlaufshoch hier. Und da müssen wir einfach mal gucken, ob er sich im Tages- und Wochenverlauf hier auf Tagesschlusskursbasis drüber stemmen kann. Wenn das der Fall sein sollte, wenn der DAX also über dieses Verlaufshoch im Tageschart auf Basis des 17.35 Schlusskurses ausbrechen kann, dann hätten wir hier ein Kaufsignal, ein weiteres, und hätten dann ein DAX-Kursziel mit diesem nächsten Verlaufshoch. Dann wäre also diese Trendlinie auch nachhaltig aufgebrochen und die Situation natürlich günstig für den DAX. Wir haben auch einen Trade drin im DAX hier. Unten an der grünen Linie sind wir eingestiegen. Im Wochenausblick am Montag dann immer, wie gesagt, jetzt eben montags früh, und hatten den Stop-Loss hier sehr, sehr weit weg platziert. Das waren 10% vom Kurswert und sind in dieser Position jetzt um die 179 Euro vorne. Die Hedge-Position dagegen, beziehungsweise die Spread-Position dagegen, ist ein Short im UK 100, das ist also der FTSE, der um die 100 Euro hinten liegt. Das heißt, diese Positionen, diese beiden, muss man immer zusammen anschauen. Die gehören zusammen, die werden zusammen gehandelt, werden auch beide geschlossen. Das heißt, dieser Trade an sich ist um die 80 Euro vorne, und jetzt ist es natürlich an der Zeit, sich diesen Trade nochmal genauer anzuschauen. Und dazu wechsle ich mal rüber in die Trade Signal Software, und wir schauen uns hier nochmal die Ausgangsposition dieser beiden Indizes zueinander an. Der ein oder andere hat vielleicht nicht mitbekommen, warum wir die Position gegeneinander handeln. Es ist einfach so, wenn ich mir den DAX oben im langfristigen Bereich anschaue, das ist jetzt der Wochenchart, Kursindex ohne Dividenden, dann ist also hier eine, ja, zunächst mal Outperformance des DAXes immer gewesen. Das heißt, er war hier in solchen Phasen deutlich stärker als der UK Light Index. Und dann ist es aber in der Vergangenheit jetzt in den letzten Wochen so gewesen, aufgrund des Brexit-Votums, sind die Engländer jetzt deutlich vorausgelaufen. Das heißt, sie haben hier eine relative Stärke entwickelt gegenüber dem DAX. Schaut euch einfach diese zwei Wochenkerzen mal an. Hier eine leicht moderat grüne im DAX und eine sehr, sehr dynamische grüne Kerze im FTSE 100. Eine Situation einfach wunderbar, dass wir hier einen Markt, der eigentlich miteinander stark korreliert ist, der sich also immer sehr ähnlich entwickelt, hier eine Anomalie ausbildet und diese in der Regel beziehungsweise immer mit der ungewissen wann korrigiert wird, haben wir einfach hier diesen Trade natürlich eröffnet. Die technische Situation, die Timing-Indikation sozusagen, haben wir aufgrund der mathematischen Ratio gemacht. Das heißt, wir haben Markt A durch Markt B geteilt, haben diese blaue Indikation erhalten. Das ist also hier ein Spread-Indikator, der uns, wenn er nach oben geht, zeigt, dass der DAX im Moment stärker ist, und wenn er nach unten geht, zeigt, dass der UK-Index gerade stärker ist. Und dementsprechend ist es einfach so, dass wir auf diesen Spread-Indikator die relative Stärke draufgelegt haben, also einen Oszillator, der von unten nach oben und wieder nach unten oszilliert, als Timing-Instrument nutzen, wenn er in die Über- oder Unterbewertung einsteigt, dass wir dann also die Position eröffnen. Jetzt ist die Frage, die Position ist offen. Die Position ist auch schon ganz gut gelaufen. Jetzt ist natürlich die allgemeine Frage, wann schließt man denn eine solche Position? Und ihr seht, ich habe hier in diesem Chartbild immer die historischen Ein- und Ausstiegssignale markiert. Der RSI ist in der Unterbewertung. Das heißt, hier, wo der grüne Pfeil beginnt, hätte man die Position grob aufgemacht. Wenn man nur aus Sicht des RSI tradet, wartet man natürlich, bis er nach oben oszilliert ist, macht die Position dann dicht und geht in die Shortlage rein. Das heißt, hier hätte man diesen Spread und Ratio Trade in der Form, wie wir ihn gerade haben, bis hier hoch gehandelt. Das heißt, man wäre hier eingestiegen, wäre hier irgendwo ausgestiegen. Vielleicht nicht immer, rechnet euch hier nicht schön, vielleicht nicht immer am optimalsten Punkt, sondern wenn wir vielleicht auch eine Woche später rausgekommen oder eine Woche zu früh, je nachdem. Aber man hätte hier etwas Geld verdient. Genauso im nächsten Beispiel,
Einstieg um diesen Punkt herum, das wäre erstmal kurz in den Verlust gelaufen und dann natürlich hoch profitabel geworden. Die nächsten Beispiele auch genau dasselbe Spiel. Warum zeichne ich das ein? Natürlich, weil ich wissen möchte, wie sind die Relationen, was ist möglich, das heißt, was ist für eine Bewegung zu erwarten, was wäre also normal in der Spread-Ratio, was kann ich erwarten. Ich kann also aussteigen, erst dann, wenn der RSI wieder hochgelaufen ist. Das wird wahrscheinlich dauern und das wird uns wahrscheinlich noch ein paar hundert Euro Gewinn bringen. Was ich auch machen kann, ist, ich kann das Ganze kurzfristig traden bzw. absichern, wenn immer dieser gleitende Durchschnitt hier erreicht wird. Diese gleitende Durchschnittslinie, die hier mitläuft, ist ein 20er gleitender Durchschnitt, EMA 20, und der klettert sozusagen diese blaue Indikation nochmal durch. Und immer dann, wenn der blaue Graph hier die rote Linie erreicht, könnte man also die ganze Sache absichern, beziehungsweise vielleicht einen Teilverkauf machen. Wir können keinen Teilverkauf machen, weil ich im DAX nur ein Mikrolot handel, kann ich also hier keine Teilverkäufe machen. Aber wir können dann, in dem Moment, wo jetzt die rote Linie erreicht wird, in der Ratio, dann sichern wir gemeinsam die Position auf 0 ab. Das heißt, wir ziehen dann einfach den Stop-Loss so rein, dass wir hier nur noch unseren bisherigen Gewinn verlieren können. Das kann man ganz einfach umrechnen dann. Und dann die Position ohne Risiko getradet wird. Vorteil ist hier nochmal wichtig, achtet auf einen guten Broker. Es dürfen bzw. sollten keine oder geringe Commissions anfallen, also Kommissionskosten, und es sollten hier keine Swap-Kosten anfallen. Das heißt, eine Übernachtfinanzierung im DAX Future bzw. im DAX Kassa Index, wenn ihr CFDs handelt, sollte hier nicht vorkommen, weil einfach dann ihr das Problem habt, ihr könnt die Position nicht so lange halten, wie ihr lustig seid, sondern müsst irgendwann vielleicht zumachen, weil euch diese Kosten langsam auffressen. Weil wenn ich jetzt 80 Euro hier, okay, verdiene, dann ist das schön und gut, aber ich möchte ja natürlich nicht, dass eben diese 80 Euro jetzt auch noch mit 20 Euro Übernachtfinanzierung aufgefressen werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Dementsprechend achtet hier drauf. Ja, so viel zum, muss ich die mal wieder ordentlich sortieren, genau zu diesen zwei Trades hier. Er läuft also sehr gut im DAX und dementsprechend soll er auch so bleiben. Jetzt schauen wir uns mal das Chartbild an für diejenigen, die den DAX vielleicht nicht in dieser Form handeln wollen, sondern in der klassischen Form. Dazu geht der erste Blick auf die Trading Matrix. Das heißt, wir wollen kurz schauen, wie ist der DAX situiert, wie sieht der Wochenchart aus Sicht der Trends aus, wie läuft also der langfristige Geldfluss. Und hier ist es natürlich so, dass wir jetzt langsam in den bullischen Modus reingehen können. Wir sind nämlich jetzt sowohl über dem SMA 200, sowohl über dem EMA 200. Und wir sind jetzt auch gerade dabei, mit der aktuellen Wochenkerze aus dem Haupteffizienzlevel, aus dem Marktprofil, also aus diesem Volumencluster auszubrechen und hier eventuell doch etwas Stärke zu zeigen. Was ich nicht machen darf im Wochenchart, ist die Kerze, die jetzt hier schon läuft, beurteilen. Ich darf nicht aus dieser Kerze Schlüsse ziehen, aber ich darf nur diese Kerze angucken, weil ich immer in dem Chartbild, in dem ich analysiere, den Periodenschlusskurs brauche. Das heißt, im Tageschart darf ich nur abgeschlossene Tage beurteilen, im Wochenchart darf ich nur abgeschlossene Wochen beurteilen. Das ist ganz, ganz wichtig. Negativ ist hier im Wochenchart noch diese deckelnde Trendlinie, dieser Abwärtstrendkanal, der hier noch aktiv ist, der könnte uns irgendwann entgegenstehen, aber auch dafür hätten wir noch etwas Platz, bis die nächsten Widerstandszonen kommen. Das heißt, ich würde den Wochenchart jetzt hier in der Trading Matrix nochmal gelb eingefärbt lassen. Wenn sich aber diese Woche jetzt auch noch positiv entwickelt, dann könnte man hier langsam den grünen Bullen einzeichnen aus meiner Sicht, weil dann natürlich auch die EMAs so langsam wieder eine leichte Steigung nach oben entwickeln, beziehungsweise wir einfach hier aus dieser langwierigen, nervigen Schiebephase ausbrechen. Was spricht denn dagegen, dass der DAX hier eine positive Entwicklung haben könnte? Naja, das ist ganz krass natürlich die Saisonalitäten. Die Saisonalitäten für den DAX, ich empfehle euch dazu die Seite Equity Clock.
schicke euch auch hier kurz den Link durch. Die Saisonalitäten für den DAX. Immer ganz, ganz interessant. 20 Jahre hier gemittelt das Ganze. Sind natürlich für den August bzw. für die nächsten zwei Monate grottenschlecht. Wir stehen jetzt genau hier an diesem Punkt, in dieser gestrichelten Linie. Wir sind in der positiven Phase gewesen, über das Jahr gesehen, okay, ist nicht passiert, aber wir laufen jetzt hier im historischen Mittel in die zwei schlechtesten Börsenmonate überhaupt rein. Das heißt, der August und der September sind eigentlich ja so ein bisschen mit Vorsicht zu sehen. Erstens das Sommerloch, wenig Umsatz, wenig Volumen an den Börsen. Zum Zweiten eine ganz, ganz schwache Saisonalität in diesen beiden Monaten. Das heißt, hier wäre also das noch mit zu berücksichtigen. Auch wenn also das Chartbild jetzt im Moment gar nicht so schlecht aussieht, für den Kursindex zumindest, ist eben dann hier die Variante, dass man sagt, okay, da läuft jetzt mal eine Woche ganz gut. Der holt vielleicht hier, stellt hier vielleicht den Kontakt zu dieser Trendlinie her und läuft aber dann innerhalb des aktiven Abwärtstrendkanals hier nach unten in die Effizienz wieder rein, in die gleitenden Durchschnitte, ist durchaus ein Szenario, das hier relevant klingt und eben leider gegen diese reine Long-Positionierung im DAX spricht. Das bedeutet, ich fühle mich einfach mit dieser Spread-Position DAX Long versus UK 100 Short, fühle ich mich einfach deutlich wohler im Moment im Hinblick auf diese schwachen Saisonalitäten generell, als ich den DAX nicht gerne alleine handle in diesem Moment, wenn ich im Hinterkopf diesen Störfaktor habe. Das heißt, das stört mich schon enorm, dass einfach der Ausblick für August, September ein schwacher ist. In der Regel fallen die Indizes in diesen Monaten und dementsprechend möchte ich einfach hier nicht die nackige Short-Position haben. Schauen wir mal ganz kurz in das letzte Jahr hinein. Wie lief es da im August, September? Wir haben also hier 2015, das ist also hier die erste Augustwoche. Okay, da lief es einigermaßen neutral, dann ging es sogar leicht aufwärts und dann kam aber tatsächlich hier Mitte, Ende August der große Abpraller, der große Rücksetzer bis in den September hinein. Also es hat letztes Jahr wirklich genau diesen Abverkaufsschwung in diesen beiden Monaten gegeben und dementsprechend wäre man letztes Jahr mit diesem Warnschuss aus Sicht der Saisonalitäten gar nicht so schlecht gefahren. Von daher gehen wir nicht einfach im DAX hier long. Nach dem Wochenchart, schauen wir kurz auf den Tageschart mal drauf, wie sieht es hier aus. Auch die heutige Kerze schon ganz, ganz positiv zu bewerten, aber wir sind eben im Bereich 10.457 Punkten im Kassadax gedeckelt. Das heißt, hier ist die Situation diese, dass wir da einfach erstmal drüber müssen. Und danach sieht es wieder etwas besser aus. Warum? Die gleitenden Durchschnitte gehen dann nach oben. Wir gehen aus der Effizienzzone raus. Wir gehen aus dieser blöden, langweiligen, nervigen Schiebezone raus. Und dann aus Sicht des Marktprofils auch hier in die Ineffizienz rein. Das sind Bereiche, in denen also das Handelsvolumen gefehlt hat, in denen sich in der Vergangenheit immer große Kurslücken ausgebildet haben. In diesen Bereichen kann dann der Index sehr, sehr schnell und zügig laufen. Ihr seht das hier beispielsweise oder hier. Er kann in diesen Phasen richtig Gas geben, weil da wenig Umsatz zu erwarten ist. Und das wiederum mit dem wenigen Umsatz würde natürlich sehr gut in das Sommerloch reinpassen. Das heißt, hier widerspricht sich sozusagen die Saisonalität mit der Charttechnik. Und für mich ist das einfach jetzt auch ein Grund, hier nicht unbedingt reinzugehen. Bewegung im DAX aber durchaus bullisch zu erwarten. Das heißt, wir sind hier aus Sicht der Charttechnik jetzt nicht mehr neutral gestellt, sondern wir dürfen jetzt hier in der Matrix natürlich einen grünen Bullen einzeichnen und hier dann dementsprechend im DAX trotzdem positive Erwartung sein. Und mit dem Spread und Ratio Trade verdienen wir ja natürlich auch. Stundenchart, wie sieht es aus für die Leute, die vielleicht kurzfristig einen Trade absetzen wollen? Schauen wir uns mal die letzten Handelstage und Wochen an. Natürlich aus Sicht der Charttechnik ein wunderbarer Trendkanal. Das heißt, ich kann mal anfangen mit dem Zeichentool hier eine Linie reinzuziehen und diese beiden Tiefs miteinander zu verbinden und das Ganze dann hier nach oben projizieren.
dann sehe ich natürlich, dass innerhalb dieses Trendkanals, ich mache den mal grün, weil er natürlich aufwärts gerichtet ist, ein Trading möglich ist. Das heißt, ihr könnt jetzt, wenn ihr den Stundenchart handelt, mit einem Gap Close, also mit einem Schluss der Kurslücke im Future, Long Position eingehen und den Stop Loss dann hier am besten unter dieses Tief setzen. Ich zeichne das mal ganz kurz ein. Wir schauen erstmal kurz, wo ist denn die Kurslücke geschlossen? Und zwar hier beim letzten Close Kurs 10337,5. Zeichne das ein. 10337,5 wäre die Kurslücke geschlossen. Ich mache das mal blau als möglichen Einstieg. Den Stop-Loss würde ich dann kurzfristig positionieren unter diesem letzten Tief hier aus dem Stundenchart. Das hat auch eine Kurslücke fast zugemacht hier. Low bei 10264. 10264. Und der Take Profit wäre dann aus meiner Sicht hier oben, projizieren wir den mal weiter, an der Trendkanallinie. Das heißt, irgendwo hier in diesem Bereich könnte man dann, wenn er oben am Trendkanal anstößt, hier die Position zumachen. Wo das dann genau sein wird, ist natürlich abhängig von der Zeit, die er bis dahin braucht. Also mögliches Trading-Szenario für die aktiveren Händler im DAX und auch diejenigen, die sagen, Saisonalität, was ist das? Das ist mir vollkommen Wurst. Hier der Einstieg bei 10.3375, Gap Close, Stop Loss unter das Low hier vom 28.07. und dann eben hier diesen Trendkanal fortsetzend handeln. Das wäre eine Trading-Idee für den DAX hier für die nächsten Stunden, die ich aber persönlich jetzt also nicht unbedingt umsetzen würde. So, dann möchte ich ganz kurz mit euch noch auf die zweite Spread-Positionierung schauen. Das sind die T-Bonds gegen die T-Notes. Schauen wir auch diesen Trade uns mal kurz an. Die T-Bonds haben wir also eine Short-Position aufgemacht. Die ist jetzt hier 96,50 € im Verlust. Und in den T-Notes, die Long-Position dagegen, die ist jetzt um die 43 € vorne. Das heißt, hier eine Korrelation, die noch nicht so wirklich zum Ziel führt. Da wäre es dann natürlich hilfreich, sich hier die Positionierung bzw. die Entwicklung im Chartbild anzuschauen. Das hier oben sind die Treasury Notes, die 10-jährigen Staatsanleihen in den USA, und das hier sind die Treasury Bonds, 30-jährigen Staatsanleihen in den USA. Generell hochgradig korreliert der Markt, dementsprechend verändert sich die Ratio hier auch nicht so extrem, wie wir gerade gesehen haben, DAX versus FTSE 100. Aber auch hier ist die Situation diese, dass die Ratio im Grunde genommen vom Oszillationsszenario aus der Überbewertung in die Unterbewertung reingelaufen ist, also an die 30er Marke im RSI Kaufsignal generiert hat, dann, wenn man jetzt mal schaut, bis zum EMA tatsächlich auch gelaufen ist, aber dann ein zweites Kaufsignal generiert hat. Das war hier auch schon mal so der Fall, Kaufsignal, weitere Entwicklung gegen Süden und dann erst führt das Ganze hier in den Gewinn rein. Also ich habe ja vorhin gesagt, diese Anomalien werden in der Regel immer korrigiert, aber die große Frage ist, wann das hier der Fall sein wird. Und jetzt ist es halt im Moment so, wir sind eingestiegen, jetzt läuft das gerade so ein bisschen gegen uns und wir warten eben jetzt so lange, bis das Ganze Fahrt aufnimmt und der RSI hier nach oben oszilliert. Von daher ist in dieser Positionierung zunächst mal keine Veränderung aus meiner Sicht notwendig. Goldpreis ist hier die Pending Order, die wir noch drin haben, zumindest in diesem Konto. Wollen wir auch kurz nochmal auf den Goldpreis zu sprechen kommen. Wie sieht es hier aus? Langfristiges Chartbild im Gold. Bullische Situation, wir sind über den gleitenden Durchschnitten, wir sind über die Effizienzzone ausgebrochen und auch über die letzten mehrmonatigen Hochs, haben sogar aus Sicht der Markttechnik hier einen neuen Aufwärtsimpuls etablieren können. Wir haben also hier einen neuen Impulspunkt 1, dann die Bewegung, Progressionsbewegung, dann die Korrektur auf hohem seitlichen Niveau und dann die nächste Progressionsbewegung, die hier nach oben läuft. Das heißt, hier ist es im Moment so, Gold ist im Wochenchart massiv bullisch geworden. Tageschart, schauen wir uns die Situation kurz an.
Und dann wäre natürlich auch hier der Blick auf die Saisonalitäten nochmal interessant. Und hier auch schon der Trade eingezeichnet. Einstieg 12,98 bei Erreichen des alten Ausbruchsniveaus. Stop-Loss unter dem letzten marktlichen Verlaufstief. Und dementsprechend das Ganze auf zweimal gemacht. 0,01 Lot hier und 0,01 Lot dort. Um einfach zwei verschiedene Take-Profits zu realisieren und möglich zu machen. Und eben auch hier ein ganz gutes Chance-Risiko-Verhältnis zu haben. Schaut euch das an. Wir gewinnen hier 238 Euro und verlieren im Maximalfall um die 44 Euro. Das ist ein gutes Verhältnis zwischen Chance und Risiko. Dementsprechend Gold weiterhin in der Wartestellung. Wir hoffen einfach, dass dieses Ausbruchsniveau hier wirklich nochmal tangiert wird und dementsprechend ändere ich auch hier den Trade nicht ab. Tageschart ist natürlich auch hier weiterhin bullisch. Gleitende Durchschnitte steigen an, Kurs ist darüber. Und dementsprechend ist Gold ein Long-Kandidat mit einer Pending Order. Schauen wir noch auf den H1 Chart, also auf die Stunde. Für die aktiveren Trader gibt es übrigens dasselbe Szenario, das ich gerade schon mal erklärt habe, auch nochmal im Stundenchart. Wir haben die Situation, dass wir eine Bodenbildung sehen, wir haben einen Impuls, also hier aus Sicht der Markttechnik den Impuls, Initialimpuls hier sozusagen, dann haben wir ein markantes Hoch, dann haben wir ein markantes Tief und dann setzt sich das natürlich hier fort. Wir haben ein neues Hoch, wir haben ein neues Tief bestätigt mit diesem Ausbruch hier drüber und jetzt ist die Situation diese, ein Rücksetzer an das alte Ausbruchsniveau wäre wünschenswert. Das heißt, wir müssen schauen, wo ist der Kerzenkörper, 13,429. Rechnen wir mal kurz ein, 1342,9. Hier ist das alte Ausbruchsniveau. Und hier wäre es jetzt eben schön, wenn der Kurs aufsetzt. Das heißt, wenn wir also hier ranlaufen, das alte Ausbruchsniveau, da günstig in den Trade reinkommen und dann hier diesen Trend mit 9 Punkten 2 und 3 aus Sicht der Markttechnik heraus fortsetzen können. Also das hier die Einstiegslinie, machst hier wieder blau. Und der Stop-Loss im H1-Chart wäre dann hier unter dem letzten Tief. Das ist bei 13,27. 13,27 könnte man also die Position stoppen lassen. Und dann natürlich diese Long-Bewegung, die im Wochen- und Tageschart hier vorauszuahnen ist, auch im Stundenchart im Trading umsetzen. Sieht aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, sogar ganz gut aus, das Ganze. Jetzt schauen wir uns das nochmal hier beim Broker an. Das ist der Tageschart, dann gehe ich mal runter in die Stunde. Wir sehen nochmal hier sehr schön, gleitender Durchschnitt. Wir haben also Impuls, Korrektur, Bodenbildung, der Abwärtstrend wird hier schön gestoppt. Neue Hochs werden ausgebildet und wir klettern über den EMA 200 drüber. Und da ist jetzt natürlich die Frage, immer ganz interessant, die wir uns hier stellen sollten bzw. stellen müssen. Was kostet uns so ein Trade? Dazu möchte ich mal kurz hier den Stop-Loss am Tief auslegen, den Einstieg auf das alte Ausbruchsniveau legen und dann schauen wir mal kurz, was uns ein Mikrolot hier kostet im Trading. 13,32 Euro Risiko. Das heißt, wir könnten diesen Trade auch nochmal umsetzen im Gold mit dem Einstiegsniveau, das hier liegt bei 13,43 ungefähr. Und dann ist es natürlich so, wenn der schon aufgeht, dann ist es auch nicht schlimm, wenn wir den Trade im Tageschart hier verpassen. Was ihr nicht machen solltet, ist jetzt ein zu großes Risiko fahren. Das heißt, ich würde jetzt hier den Stundentrade vielleicht sogar noch machen, aber dann mit einem kleinen Risiko. Das heißt, ich würde wirklich auch hier nur 2x0,01 Lot kaufen, dass uns das im Grunde genommen, wenn es nach hinten losgeht, gar nicht weiter tangiert, das Ganze, und gar nicht großartig auffällt im Konto. Werfen wir mal schnell zwei Pending Orders hier rein. Ich mache mal zwei, weil einfach ich hier auf diese Teilverkäufe aus bin. 13,43 war das. Schaue ich kurz, wo das Tief hier beim Broker liegt, bei 13,28. Und das Ganze einfach dann nochmal. Pending Order by Limit.
13,43, Stop-Loss 13,28 und dann ist es schon hier unten drin. Und dann wäre das eben hier ein Trade kurzfristiger Natur, das heißt, der wird heute wahrscheinlich eröffnet, wenn für Tagesverlauf vielleicht auch morgen, und dann läuft er entweder oder läuft eben nicht. Risiko ist relativ begrenzt hier. Wir haben also jetzt hier ein Risiko von 13,50 Euro ungefähr pro Position, das Ganze mal 2, 27 Euro. Gold also auch hier im Stundenchart jetzt positiv zu bewerten und dementsprechend aus Sicht der Matrix auf jeden Fall ein möglicher Long-Kandidat. Über die Rentenmärkte habe ich schon gesprochen. T-Bonds und T-Notes handeln wir hier gegeneinander. Wir können jetzt an dieser Stelle mal noch kurz auf den Bund-Future gucken, der ja die meisten auch immer mal wieder interessiert. Kurze Frage, beziehungsweise kurzer Blick auf den Wochenchart. Der läuft natürlich im Aufwärtsmodus, das heißt, die Trading-Matrix im Bund-Future ist und bleibt hier deutlich bullisch. Der nächste Blick geht runter in den Tageschart. Und hier sehen wir schon die Trendbewegungen. Wir bilden gerade jetzt hier oben, mach mal alles raus, was uns jetzt hier nicht mehr vielleicht hilft. Wir bilden gerade wieder ein neues Ausbruchsdreieck. Das heißt hier ein Widerstand, der sich formiert hat bei 16705. Na, das war jetzt der falsche. Machen wir den Close-Kurs. 16797. Und von unten baut sich so ein bisschen dreiecksmäßiger Druck auf. Das heißt, wir haben zum einen hier eine Aufwärtstrendlinie, die wir ziehen können über diese zwei Tiefs. Zum anderen baut sich aber natürlich auch hier in diesem Bereich so ein Druck auf durch dieses doppelte Tief und diese starke Unterstützung, die eben hier ausgebildet wird. Wo liegen wir hier? Bei 165,63. Machen wir die mal grün. Das heißt, hier könnte jetzt natürlich auch wieder der nächste Aufwärtsdruck durchkommen. Ich persönlich trade jetzt nicht im Bund Future, weil einfach ja, das fundamentale Potenzial nach oben doch begrenzt scheint. Ich bin in den Renten drin, innerhalb dieser Spread-Positionierung, und dementsprechend reicht mir das jetzt eigentlich vollkommen aus. Blick auf den Ölpreis als nächstes. Ich schaue mal auf die Nordseesorte. Brent, Wochenchart abwärts gerichtet, das ist klar. Tageschart jetzt auch mit einem schönen Abwärtsmove, das heißt, wir sind hier unter die gleitenden Durchschnitte gegangen, unter das Haupteffizienzlevel aus dem Marktprofil und natürlich auch aus Sicht der Markttechnik hier in einem Abwärtstrend. Das heißt, hier im Ölpreis eine wunderbare Short-Positionierung. Wir hatten da letzte Woche auch zusammen einen Trade platziert. Wenn ihr euch das mal anschaut, hier mit dem Rücksetzer wieder ans Ausbruchsniveau schon die Short-Position aufgemacht. Dann muss ich jetzt natürlich nochmal das Chartbild prüfen, nach so einer langen Bewegung letzte Woche, ob man da nicht einen anderen Einstieg finden muss. Aber an sich sieht das noch ganz gut aus. Also wenn er hier wieder hochläuft an das alte Ausbruchsniveau, an diesen Widerstand heran, dann die Short-Position aufzumachen, macht Sinn, denke ich. Dementsprechend kann das Ganze natürlich auch so bleiben. Wir sind auf jeden Fall in allen Zeitebenen Short-Modus und damit ist die Position auch gerechtfertigt. Zum Trade nochmal, wer es nicht mitbekommen hat. Ich habe also zwei Sell-Limits platziert. A 0,2 Lot im UK-Öl, das ist also hier das Brent. Einstieg ist hier im Bereich, muss ich kurz schauen, der Stop-Loss liegt bei 48, der liegt also hier. Der Einstieg ist hier also an dem letzten markttechnischen Verlaufstief. Schauen wir es uns im Stundenchart an, ist vielleicht schöner erkennbar. Also hier an diesem Widerstand ist der Einstieg und der Stop-Loss ist hier über dem letzten Hoch aus dem Dreieck. Und das Dreieck zeige ich euch auch nochmal kurz, weil es so schön ist. Im Chartbild, unsere Marken hat es ein bisschen verzogen, weil der Kontrakt jetzt hier wieder gewechselt hat. Wir haben also ein wunderbares Dreieck ausgebildet,
wurde aktiviert, indem es aufgebrochen wurde auf Basis des Periodenschlusskurses hier. Und dann wäre es eben schön, wenn jetzt hier ein Rücksetzer kommt an das alte Widerstandsniveau bzw. an die alte Unterstützung heran. Das wäre wünschenswert, er ist jetzt schon weit gelaufen, weiß nicht, ob er noch mal rankommt, aber die Order auf jeden Fall hier im Ölpreis ist weiterhin entsprechend auch gerechtfertigt. Das heißt, hier möchte ich in diesem Trade auch drin bleiben. Dann haben wir zusammen letzte Woche jede Menge Positionen eröffnet auf Basis der relativen Stärke. Ich finde, wenn ihr hier das nicht mitbekommen habt, dazu auch den Artikel auf tradingstars.de. Ich schicke euch das kurz durch den Chat durch. Wir haben da ganz einfach hier die Währungspärchen miteinander verglichen und geguckt, welche laufen denn über den Zeitraum eines Jahres, welche laufen nicht, wie läuft der DAX dazu und welche interessieren uns überhaupt nicht, weil sie keine Trends ausbilden. Und da haben wir einfach Trades ermittelt, die hier in Kombination mit unserer Trading Matrix auch wieder Sinn machen. British Pfund Short, Australien, New Zealand Dollar Short, Euro Pfund Long, New Zealand Dollar, US Dollar Long. Wir haben wir gemeinsam letzte Woche aufgemacht. Schauen wir auch die Währungspositionen an dieser Stelle natürlich wie immer gemeinsam mal kurz durch. Wie sieht's aus? Euro, Japan, Yen. Weiter hier die Short-Position schon hier oben eröffnet worden, im Gewinn abgesichert und der Stop-Loss bleibt jetzt auch erstmal dort, wo er ist. Wir könnten den Stop-Loss nachziehen, wenn ihr sagt, ihr wollt den Gewinn nicht wieder ganz loswerden. Warum könnten wir das? Weil sich im Tageschart hier ein so genanntes doppeltes Top ausgebildet hat. Das heißt, hier ist der Kurs zweimal. Ich zeige es euch vielleicht lieber im Trade-Signal, da sieht man es ein bisschen schöner. Zumindest von zu Hause aus jetzt hier mit der Übertragung. Euro-Japan-Chain im Wochenchart. Abwärts gerichtet. Für die Trading-Matrix wichtig. Tageschart, wunderbarer Abwärtstrend. Und hier sieht man jetzt schon das doppelte Top, von dem ich gerade gesprochen habe, hier in diesem Bereich. Zweimal nicht weitergekommen, abgeprallt nach unten. Das ist durchaus jetzt auch ein Grund, dass man den Stop-Loss von diesem Hoch hier jetzt auf das letzte nachzieht und einfach die Gewinne hier weiter absichert. Das heißt, wir können jetzt hier an dieses Hoch bei 118,5 den Stop-Loss ranziehen. 118,5, da liegt er und dann können wir hier maximal noch 73 Euro beziehungsweise minimal noch 73 Euro mitnehmen und die Position ist weiter abgesichert. Der Trade läuft also jetzt hier seit dem Einstieg ganz gut mit uns mit und dementsprechend wollen wir also auch hier diese Gewinne dann mal absichern. Nächster Trade, der aber noch offen ist, ist British Pfund US-Dollar. Der dümpelt so ein bisschen hier vor sich hin, das ist aber auch nicht schlimm. Stop-Loss liegt hier im Nirgendwo auf dem ersten Blick, auf dem zweiten Blick aber über diesen letzten Widerstand. Und dementsprechend hier die Position ohne Veränderung. 10 Euro hinten, macht nichts, darf weiterlaufen. Austral-Dollar gegen New Zealand-Dollar. Situation ist diese, hier ist der Trade aufgemacht worden, hier oben liegt der Stop-Loss. Das Risiko sieht hier relativ viel aus, ist aber ein geringes von 42 Euro ungefähr. Haben wir sogar zwei Positionen aufgemacht. Sind schon beide ein bisschen im Gewinn. Stop-Loss verändern muss man noch nicht. Erst wenn der Tageschart hier unter dieses letzte Tief fällt und einen Periodenschlusskurs bildet, dann wird dieser Hochpunkt bestätigt. Dann ziehen wir den Stop-Loss hier ran und haben dann fast kein Risiko mehr. Heißt Austral-Dollar, New Zealand-Dollar unverändert. New Zealand-Dollar gegen US-Dollar. Schauen wir uns auch diesen Trade mal an. Der läuft schon etwas besser. Wir sind hier eingestiegen grün an diesem Support, Stop-Loss am letzten Tief. Auch hier ist es so, wenn der Tagesschlusskurs über diesem Hoch jetzt in dieser Woche stattfindet, dann ziehe ich den Stop-Loss nach an den Einstand bzw. um das letzte Tief. Und auch diese Position hat dann ein relativ geringes Risiko nur noch. Wir haben drei Trades aufgemacht in New Zealand Dollar, US-Dollar. Die sind jetzt beide schon 19 Euro, ungefähr 18,50 Euro vorne. Und dementsprechend wunderbar. Warum haben wir hier drei aufgemacht? Naja, weil das Risiko pro Trade hier nur 29 Euro ungefähr groß ist. Das heißt, ich kann hier in diesem Trade mehr Risiko eingehen als im Austral-Dollar, New Zealand-Dollar und dementsprechend eine Position, ein Mikrolot mehr handeln, zumindest hier aus Sicht meines Kontos. Euro-Pfund, auch diese Position leicht vorne, wird weiter getradet, haben wir nur ein Mikrolot, da haben wir sogar noch ein Mikrolot hier, Stop-Loss
bleibt unverändert, weil noch nicht viel passiert ist. US-Dollar gegen CAD. Situation ist im Kaufmodus gewesen. Schauen wir uns diesen Trade auch nochmal an. Der ist leicht hinten, aber durchaus noch hochinteressant. Warum sind wir hier eingestiegen? Zunächst mal der Blick auf den Wochenchart. Langfristig, wie sieht's aus? Über dem EMA. Langfristig auch hier ein Aufwärtstrend erkennbar. Lange nach oben, jetzt kam die große Korrektur und dann konnten wir jetzt hier wieder so ein bisschen eine Tendenz nach oben aufnehmen. Das heißt, der nächste Blick geht in den Tageschart rein. Und da ist einfach die Situation diese, dass wir einen Deckel aufgemacht haben. Das heißt, wir sind hier. Ich zeichne das mal dicker ein, dass ihr das auch sehen könnt. Ich bastel mir meine dicke Widerstandslinie hier. Wir sind also hier über dieses alte Widerstandsniveau mit dem Auflagepunkt hier und mit dem Auflagepunkt hier auf Tagesschlusskursbasis ausgebrochen. Das heißt, haben hier Druck aufgebaut, Widerstand und Druck aufgebaut in Form ansteigender lokaler Hochs. Das heißt, hier sind wir immer weiter oben gelandet und haben dann den Deckel aufgesprengt, auch auf Basis des Tagesschlusskurses, ganz wichtig. Und haben für diesen Ausbruch scheinbar Kraft gebraucht und korrigieren das Ganze jetzt. Einstieg. Aus meiner Sicht jetzt in den US-Dollar gegen CAD Long aussichtsreich. Warum? Weil wir natürlich erwarten dürfen, dass dieser Trend, der sich hier schon bewiesen hat, beziehungsweise angekündigt hat, fortgesetzt wird. Und der Stop-Loss kann natürlich unter dem letzten Tief, unter dem Dreieck laufen. Das heißt hier bei 1,2862, wenn ich jetzt reingehe, wenn ihr den Trade noch nicht habt, das ist natürlich eine wunderbare Situation, verringert sich natürlich euer Risiko nochmal ein ganzes Stück und die Chance bleibt natürlich die gleiche. Das heißt, euer Chance-Risiko-Verhältnis wird, je weiter der jetzt an die Trendlinie ranfällt, besser. Je weiter der natürlich an den Stop ranläuft, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass er hier auch ausgestoppt wird. Das heißt, dieser Trade an sich kann mit einem wunderbaren Chance-Risiko-Verhältnis umgesetzt werden und ist aus meiner Sicht auch noch hochgradig interessant im Moment. US-Dollar, kanadischer Dollar. Ich habe schon zwei Positionen drin, zweimal 0,02 Lot. Das heißt hier aus meiner Sicht jetzt auch natürlich keine Veränderung notwendig. Okay, so viel zu den Währungen. Indizes haben wir auch durchgesprochen. Was wir dann natürlich noch machen können, ist Aktien uns angucken. Wird jetzt an dieser Stelle aber vielleicht eine kurze Pause machen mit euch, dass wir einfach hier wieder einen Kaffee trinken kann und so weiter und so fort. Dann können wir hier später nochmal auf die Märkte eingehen. Wenn ihr Wünsche habt, die wir uns anschauen sollten, oder wenn ihr natürlich selber eine Trading-Idee vorstellen wollt, da würde ich euch jetzt bitten, das in den nächsten Minuten in den Chat reinzuschreiben. Vielleicht auch schon mal Anmerkungen habt für unseren Trading-Room. Würde ich eventuell dann nämlich nach der Pause auch auf die kurzfristigeren Trades eingehen. Das heißt, ich würde mit euch dann nach der Pause hier die Währungen nur noch im Stundenchart uns anschauen und dann eventuell im 5-Minuten-Chart hier schauen, ob wir vielleicht ein paar Trades kurzfristigen Daytrading-Bereich schon mal aktiviert bekommen. Ja, machen wir eine Pause. Ich würde sagen, jetzt haben wir es kurz vor 10, machen wir bis 10.15 Uhr eine kurze Pause und wie gesagt, ihr seid dazu aufgerufen, mir Wünsche in den Chat einzustellen, beziehungsweise eure Ideen und Anmerkungen. Und dann geht es um 10.15 Uhr hier gleich weiter. Bis dahin, euch eine schöne Pause, beziehungsweise noch einen schönen Tag, wer dann später jetzt nicht mehr dabei ist. Viel Erfolg.